Moin Leute, willkommen bei Heidebricks. Großes Fragezeichen hier im Raum. Ja, was ist denn hier los? Hier Thumbnail und Shop zu, was ist Titel? Keine Ahnung, Leute, alles gut. Ich werde den Shop mal 2 Wochen zumachen. Es geht ja nächste Woche ins Legoland und da gibt es noch 2, 3 andere Gründe, die sage ich euch auf jeden Fall gleich auch noch. Aber als erstes würde ich sagen, gehen wir mal in die Bestellung. Und gucken wir doch mal, was die Woche uns so beschert hat. Bis gleich. Jo Leute, starten wir rein. Und zwar hat mich dieses kleine Paket heute erreicht. Von meinem lieben Brickling-Kollegen, dem Marcel, dem Steinebär. Und der war in Holland. Und ja, ich habe schon reingegriffen. Der hat mir echt holländisches Lakritz mitgebracht und mir das geschickt. Weil ich ihm erzählt habe, dass er es gerne esse. Das ist sehr aufmerksam. Vielen lieben Dank, mein Lieber. Und hier ein Heidelbergs-Torso hatte er noch. Und das ist ganz cool, weil dann kann ich mir nicht, glaube ich, gleich noch einen zusammenbauen, weil ich brauche noch einen für die nächste Bestellung. Und dann gehen wir nahtlos über. Und zwar ist es für den lieben Michi, der letztens hier aber was abgeholt hat. Der hat sich nochmal gegönnt. Und zwar direkt 2 Bestellungen. Und zwar hat er die 2. ausgelöst, nachdem ich den R2D2 ausgepaartet habe. Ja, ich hole mal die erste raus. Und dann würfeln wir ihm das alles in eine Tüte. Und dann bringe ich ihm das morgen vorbei und dann filme ich dann vielleicht auch noch ein bisschen. Mal gucken. Ich glaube, der baut da ein bisschen was mit Lego. Vielleicht können wir uns da was angucken. Also ich glaube, alles, was so im Bereich 20 Sekunden liegt, ist gar nicht so verkehrt. Ich meine, das kommt ja auch immer ein bisschen auf die Bestellung drauf an. Ne? Jetzt habe ich auch hier die Plates, waren zwar alle rausgenommen, aber ich habe die auch nochmal durchgezählt. Genau, so, hier oben haben wir die Neuteile. Tannen wieder, hier haben wir ein paar Gebrauchteile, auch schön Minifigurenteile wieder. Und hier finde ich ganz cool, dass er die bestickerten Dinger sich ausgesucht hat. Die sind ja aus dem allerersten kleinen Star Wars Konvolut, was ich gekauft habe. Ja, ich hoffe, ich erinnere mich morgen noch dran. Dann frage ich ihn mal, was er damit vorhat. Ob er da vielleicht das Set vervollständigen will oder ob er damit irgendwas mockt. Gut, dann haben wir hier die erste Packung. Die tüdel ich jetzt schon mal so ein bisschen ein und dann hole ich gleich die 2. Bestellung von dem lieben Michi raus. Wobei, ich schmeiße das einfach dazu. Hat er ja sowieso gesagt, soll ich machen. Also, 2. Bestellung, ein bisschen weniger Lots, 273 Teile. Jo, dann mal gucken, ob wir wieder so bei 20 Sekunden landen. Hat denn doch tatsächlich ein bisschen länger gedauert. Ja, wenn man dann hier so Kleinkram zählen muss, dann wird es doch etwas länger. Jo, das sind noch die Neuteile, die er sich dazu geholt hat. Hier vorne auch noch, auch die Wedgeplates, so heißen die Dinger. Genau, und hier von den Minifigurenköpfen, da sind auch nochmal welche dazugekommen. Und da ist ja noch dieser hier. Und da habe ich noch einen, der sieht ein bisschen angeditscht aus. Vielleicht will er den aber auch haben. Mal gucken. Da hat er mich gefragt, ob ich von denen noch mehr habe. Da brauchen wir ein paar mehr. Ja, habe leider bisher nur den einen gefunden. Ja, und eigentlich wollte ich dir jetzt gerne noch einen Heidelbricks mit reinpacken, aber ich habe keine Hose mehr. Gibt es ja hier den, das ist ja meiner eigentlich, ne? Bringt das jetzt Unglück, wenn ich den auseinanderbaue? Ich weiß es nicht. Ich muss gerade mal überlegen, ob ich die nicht irgendwo noch welche habe. Ja. Wir werden es sehen, wenn ich da bin. Ich hoffe oder denke, ich kann da ein bisschen was filmen und ich überlege mir irgendwie noch was. Vielleicht kriege ich das ja noch gleich hingebastelt. Gut, dann tüten wir das erstmal ein und ich glaube, da sind noch 2 oder 3 andere Bestellungen. So, da haben wir mal wieder eine richtige Herausforderung. 1684 Teile, 62 Lots, 57 Schubladen. Und wenn es groß wird, wissen wir ja, dann schlägt einer zu. Lars hat wieder reingekauft und ja, schauen wir mal, was er sich ausgesucht hat. Gut Leute, bei so viel Teilen wird die Zeit dann auch etwas länger. Gute halbe Stunde habe ich jetzt gepackt. Hier seht ihr das und ja, ihr seht, ich habe das jetzt alles schon im Becher gepackt, weil ich dann weiß, dass es gleich beim Abfüllen etwas einfacher ist. Wobei, ne, Lars ist ja, übrigens Lars, falls ihr ihn nicht kennt, das ist der Kollege hier, der Foxbricks und der hat, glaube ich, auch neue Sachen damit vor. Ganz wollte er mir das auch noch nicht erzählen. Wir sind gespannt. Da kommt bestimmt wieder bald was Neues. Und ich habe das diesmal bei allen Teilen, die jetzt, wo er das nicht geixt hat, habe ich das immer erstmal hier reingekippt. Hier drin konnte ich das besser zählen. Es ist auch nicht so vom Tisch geflogen. Und habe es dann immer schön aus der großen Schüttel quasi in die kleinen Eimer rein. Also kleinen Becher. Und dann kann ich es gleich besser abfüllen. Aber ich finde, für die Anzahl 62 Lots, halbe Stunde. Das eigentlich, damit bin ich zufrieden. Und Leute, es ist wieder warm hier oben. Heute ist wieder sehr warm. 30, 33 Grad oder was hatten wir heute? Jo, aber ich ziehe durch. Und
Da hat eben noch jemand bestellt. Gucken wir gleich auch nochmal rein. Ich packe das erstmal zusammen und ich danke Lars auch jetzt schon mal dafür, dass ich das auch alles in eine Tüte schmeißen darf. Außer Fliesen, die packe ich extra. Wo ich jetzt mal gucken muss. Doch, ein paar Fliesen sind hier auf jeden Fall auch mit drin. Jut, jut. Und was Rotes. Schon wieder Farbseuche, Lars. Was ist da los? Tja, Leute, so sieht das aus, wenn ihr mal hier Heidebricks Konvolut bestellt. Also die größte halt wirklich zusammengeworfen. Bei den 200 Pins dachte ich mir, komm, die Arbeit erspare ich dir. Und hier auch. Und dann haben wir hier noch so ein bisschen Fliesenbereich. Ja, und dann gibt es natürlich noch was Leckeres zu naschen. Und muss ich gleich mal wiegen. Das ist ganz schön viel. Ob das über ein Kilo ist? Nö, passt alles. 785. Sehr schön. Ja, dann gucken wir uns mal die nächste Bestellung an. Da werde ich garantiert wieder unter 29 Sekunden sein. Ja, könnt ihr nochmal einen Tipp abgeben. 16 Artikel, 9 Lots in 8 Schubladen. Alter Höhe. Jo, das ging jetzt deutlich schneller. 1 Minute 42. Ja, hier haben wir die Neuteile. Ein paar Kronleuchter. Lichtschwertgriffe, ein Eimer und zweimal den Architekten von Hogwarts aus dem Hogwarts Diorama. Das waren tatsächlich auch die letzten beiden. Einen hatte ich schon mal verkauft. Dann sind die alle raus. Und dann haben wir hier noch eine Minifigur und ein paar Minifigurenteile. Hier auch die Hose von dem das irgendwas. Ja, auch nicht ganz so günstig. Hier den Kit. Eben hatte ich nochmal nachgeguckt. Kit, Pipapu, irgendwas. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und einen kleinen Yoda-Kopf. Ja, coole Bestellung. Relativ schnell gepickt. Tüdelig ein und ab zur nächsten. Okay, und weiter geht's. Und hier sehe ich auch gerade 52 Lots. Gar nicht so viel weniger wie bei Lars eben. Aber natürlich viel weniger Artikel. Bin ich mal gespannt, was da jetzt für eine Zeit bei rauskommt. Let's go! Okay, das verwundert mich jetzt. Weil ich war eben unten bei der Kleinen, die hat geweint. Da war ich bestimmt 4-5 Minuten. Weiß ich nicht genau. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich viel länger gebraucht hätte. Hier seht ihr die Bestellung. Klar, das sind viele Lots und wenig Teile in den Lots. Aber 19 Sekunden? Trotz, dass ich unten war? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also ist doch nicht so entscheidend, wie viele Lots es sind, sondern auch wie viele Teile natürlich. Ne? Klar, macht ja irgendwie auch Sinn. Ja, wie ihr seht, eine schöne schwarz-rote Bestellung. Richtig cool finde ich, dass hier die gebrauchten Kotflügel rausgegangen sind. Und hier so eine Scheibe, das sind ja immer so ein paar Teile, die nicht so oft gehen. Da freue ich mich immer sehr. Die wird natürlich auch gut eingepackt. Das ist eine neue, damit die nicht zerkratzt. Ja, hier gab es noch ein paar Minifiguren. Zwei Spacemen in weiß und eine in gelb. Jo, ich bedanke mich für deine Bestellung. Was ziehen wir hier für Naschi? Schauen wir mal. Zack, ein paar Gummibärchen. Ist auch schon die zweite Bestellung von dem Kunden. Der hat beim Summer Sale auch zugeschlagen, glaube ich. Ein paar Minifiguren. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Vielen Dank und weiter geht's. Tja, und hätte er es irgendwie geahnt, hat er Michi jetzt nochmal bestellt hier. Eine dritte Bestellung. 215 Teile nochmal, 12 Lots. Vollgas. Jetzt hätte ich fast schon alles eingepackt hier, ohne abzufilmen. Also da hat er Michi nochmal ordentlich Tannen und ein bisschen Grau rausgehauen. Hier noch zwei gebrauchte. Und ja, das war wieder ein bisschen länger. Ja, ist komisch. Jetzt, gefühlt habe ich gedacht, das wäre jetzt viel schneller. Aber oh, so ist das. Gut, dann tüdel ich das auch noch zusammen. Packen wir das ein. Und dann reicht's für heute. Pakete sind gepackt. Da sind die drei Bestellungen von Michi. Und ja, wenn ihr da oben jetzt mal guckt, da ist so ein Heidebricks, dem fehlen ein paar Beinchen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, Michi kriegt einen Heidebricks, welche dreimal bestellt. Der muss auf jeden Fall was bekommen. Ich fahre da ja morgen hin. Ich werde ihn dann da in seinen Mock irgendwo reinsetzen. Er sagt, er hat da irgendwas gebaut. Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Jo, und dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Bestellung. Und jetzt werde ich mich nach unten verkrübeln, weil es ist tierisch warm hier oben. Aber wir gucken mal schnell rein. 49.700, da ist schon wieder ordentlich was gedroppt. Leute, ich muss wieder hochladen. Leute, guckt mal, was ich Schönes gekriegt habe hier. Ganz oft mich als Kopf. Sehr schön. Ja, davon brauche ich auch ein paar. Da habe ich mir was mit vor. Natürlich wieder Minifiguren zusammenstecken, weil ich habe nämlich gar keine mehr. Ich brauche jetzt tatsächlich aber noch ein paar Cappies, ein paar Torsos und ein paar Hosen. Vielleicht bestelle ich da morgen noch welche. Diese Bestellung ist von dem lieben Bricknick. Vielen lieben Dank. Was Leckeres zu naschen gab es auch. Die werde ich mir gleich aufmachen, während ich dann die nächste Bestellung packe. Und zwar haben wir hier von dem Manuel 78 Teile in 13 Lots.
Ja, er hat geschrieben, er würde gerne mal wieder bei mir bestellen. Deshalb hat er sich eine Kleinigkeit ausgesucht und ich soll so weitermachen. Und das mache ich natürlich gerne. Und deshalb hole ich den Kram jetzt raus. Da haben wir die Teile und Leute, da werde ich sogar direkt kreativ. Jetzt stelle ich mir irgendwie so vor, so ein kleines Diorama, hier so mit einer kleinen Brücke, die man daraus irgendwie bauen kann. Darunter ist dann so ein Bachlauf und das könnte man hier so als Geländer für die Brückenteile nehmen. Und ja, dann irgendwie so ein bisschen herbstlich grün schon. Ja, wir sind ja schon im späten Sommer, aber immer noch ordentlich Sommer. Aber so stelle ich mir das vor, könnte man das bauen. Ja, Manuel, vielleicht schreibst du mir noch mal, was du draus baust oder schickst mir ein Bild oder sowas. Würde mich freuen. Dazu gibt es dann noch ein paar Frösche für den Teich, den du da reinbaust. Den ich mir jetzt mal denke, den du da reinbaust. Und ja, dann packe ich das mal zusammen und schicke das morgen direkt los. Alles klar, dann machen wir weiter. Moin Leute, willkommen am Wochenende. Wir haben Samstag und die Teile kennt ihr ja. Das ist aus dem Konvolut und hier unten noch mal so zum Verinnerlichen haben wir noch mal. Das ist bestimmt noch mal ein Kilo Bricks, die ich noch mal auszählen muss, die dann ja auch noch dazu kommen und halt der Kram von unten. Wenn ich Bescheid weiß, letztes Video habe ich angefangen, das Konvolut auszuwerten. So, wir haben eine Bestellung bekommen und zwar drei Teile, zwei Lots, drei Minifiguren. Meinen letzten Fives und zwei Battle-Druiden. Davon sind noch reichlich da, falls ihr da noch welche braucht. Und irgendwo da unten sieht man es. Ja, da sieht man es. Es liegt ja auch dreimal noch das Boarding der Tente vor. Das heißt, von den Fives habe ich auf jeden Fall auch Nachschub. Jo, hole ich mal eben raus. Da haben wir die Bestellung. Ja, hier zweimal den Druiden als Puzzle. Ein paar Quarkies gibt es auch dazu. Und hier bei dem Five seht ihr schon, da sind ja eine Menge Teile dabei. Und jetzt Achtung, Klugscheißer-Alarm. Ja, wenn ihr die Figuren verkauft, muss man natürlich gerade bei denen darauf achten, dass auch alle Teile dabei sind. Man sieht es ja hier auch auf dem Foto. Und hier bei Bricklink kann man dann sehen, hier auf Parts, also dass die Figur aus 10 Parts quasi besteht, dass man dann auch darauf achtet, dass alles dabei ist, weil das halt so die gelistete Figur ist, nicht halt nur diese vier Teile. Ja, genau. Dann bedanke ich mich für deine Bestellung, auch schon die zweite von dem Kunden. Jo, packe ich jetzt ein, geht gleich noch mit raus, weil die Post mich gleich kommt und holt das ab. Ja, wunderbar. Dann gucken wir mal auch noch, was kommt bis morgen. Da wir jetzt ja langsam hier oben mal klar Schiff machen wollen und hier der ganze Kram aus dem Konvolut liegt, das immer noch nicht ausgezählt ist, das mache ich heute Abend vielleicht noch, dachte ich mir, ich nehme mir noch mal schnell, weil ich kurz ein paar Minuten habe, diese Sachen hier und lade das mal schnell hoch. Ich hole das mal da raus. Ja, haben wir doch mal schnell hier auf die schnelle 677 Items hochgeladen. Die beiden Figuren habe ich so gelassen. Den Goliath habe ich mal zerlegt. Mal gucken, ob das so geht. Ich glaube, der Helm ist ja so auch ganz interessant. Und ja, die beiden kleinen Ant-Mans. Ja, und von den Teilen hatte ich immer wirklich nur ein bisschen. Also von denen hatte ich irgendwie vier vorher. Und ja, hier waren es ein paar mehr, waren es irgendwie acht oder so, glaube ich. Ja, aber im Grunde haben wir da jetzt mal ordentlich aufgestockt. Also wenn ihr Bedarf habt, haut rein, dann würde ich sagen, laden wir das hoch. Zack. Und schicken auch gleich eine Meldung raus. Und gucken wir einmal. Ja, damit sind wir wieder über die 50.000 gekommen. Sehr schön. Michi hat übrigens auch nochmal bestellt. Die Bestellung gucken wir uns ja gleich nochmal an. So Leute, hier haben wir noch eine Bestellung. 101 Teile, 2, 21 Lots und mittlerweile die fünfte. Wieder von Michi. Der dann jetzt. Naja gut, es ist nicht alles in einer Woche passiert, aber alles in einem Vlog, also fast eine Woche. Wobei, stimmt gar nicht, wir haben heute erst Samstag. Also, vier Bestellungen in einer Woche von einer Person. Super, Michi, danke. Ich bringe dir das vielleicht auch wieder vorbei. Müssen wir nochmal abschnacken, wie ich das hinbekomme, weil ich ja nur noch 2 Tage hier bin. Gut, ich packe das erstmal kurz und dann gucken wir uns das auf jeden Fall auch nochmal an. Hier haben wir die Teile für den Michi. Hier oben alles wieder Neuteile. Hier ist noch ein Neville aus dem Battle von Hogwarts und dann hier auch ein Hogwarts Castle. Hier auch nochmal ein bisschen, das sind gebrauchte Figuren und ja, schöne Mifikum-Köpfe wieder. Ein Drachen, habe ich auch noch nicht verkauft. Glaube ich zumindest. Ja, noch eine Star Wars-Figur. Und ja, jetzt bin ich etwas verwirrt, warum Harry Potter? Ich weiß nicht, vielleicht ist das für seine Frau, weil er baute eigentlich Star Wars. Ich habe es auch gesehen. Da ist Michi noch ein bisschen schüchtern, also nicht in seiner Person selbst, sondern in dem, was er gebaut hat. Ich fand das super, was ich da gesehen habe. Aber er sagt, wir warten noch ein bisschen, bis ich das mal zeigen darf. Michi, vielen Dank. Da gibt es gleich natürlich noch ein schönes Naschi dazu.
Und ja, dann freue ich mich, wenn ich dir das vorbeibringen kann. Wir schnacken nochmal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Gut, packe ich mal eben ein. So, da haben wir die Tüte fertig gepackt. Da ist wieder, ne? Das so. So. Jo, warum mache ich den Shop zu? Also, einmal war die Überlegung, dass wenn ich ins Legoland fahre, den Shop für ein paar Tage zumache, dass wenn ich zurückkomme, dass ich genug Zeit habe, die Steine hochzuladen. Und ich fahre ja auch erst am Mittwoch los. Ich fahre erst nach Darmstadt zu Julian und am Donnerstag fahren wir dann ins Legoland. Kommt gerne vorbei, wenn ihr da seid. Und sprecht uns an. Keine Angst, ne? Einfach ansprechen, Moin sagen und fertig. Dann läuft das. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir welche von euch da treffen. Fände ich tatsächlich echt cool. Jo, wir werden da natürlich auch ein bisschen Video aufnehmen und, aber gut, ich komme schon wieder vom Thema ab. Also eigentlich war der Plan, dass ich dann ein paar Tage zumache, dass wenn ich hier ankomme, dann kann ich die Steine in Ruhe hochladen und muss nicht sofort Bestellung packen. Jetzt habe ich aber gemerkt, so eine zweiwöchige Pause würde mir, glaube ich, ganz gut tun. Und in der Zeit würde ich dann mich auch versuchen, hier mal das Lager zu lernen. Und zwar ein Lager ist das hier und das da unten, die ganzen neuen Sets, was ich alles ausparten wollte. Da liegen ja auch noch ein paar. Hier hinten die Ecke ist auch noch alles voll. Das ist Zeug, das kennt ihr zum Teil noch aus anderen Konvoluten. Dann habe ich hier hinten noch. Hier sind auch noch Kisten mit Minifigurenteilen, wo ich immer mal, horte ich ja schon seit Anfang an, wo ich immer denke, ja, da kriege ich, mir fehlt ein Teil, vielleicht kriege ich es ja irgendwann nochmal. Aber ich achte da gar nicht mehr drauf. Ich weiß gar nicht mehr genau, was da drin ist. Also auch alles in den Shop, zack, alles anbieten. Hier habe ich noch ein kleines Konvolut. Da hatte ich euch irgendwann mal nur den kleinen Karton gezeigt. Da habe ich auch schon die ersten Aufnahmen gemacht. Das habe ich dann aber wieder liegen lassen, weil ich das große Konvolut hatte. Das muss ich dann auch noch bearbeiten. Und das will ich in dieser Zeit machen. Ich will den Shop voll ballern und das Lager leer machen. Genau. Und danach könnt ihr dann wieder richtig schön Vollgas bestellen. Da sind ein paar offene Bestellungen von ein, zwei Leuten. Schreibt mich gerne an, auch andere Leute, wenn ihr was haben wollt, wenn ihr was seht. Schreibt mich an, dann kriegen wir das vielleicht auch so hin. Aber erstmal würde ich den Shop dicht machen. Ja, genau. Also, alles gar nichts Wildes. Wir können ein Ausrufezeichen aus dem Fragezeichen machen. Und das ist übrigens das Set, was ich noch gekauft habe, als ich den Bowser bekommen habe. Hatte ich euch das ja, glaube ich, erzählt, dass da noch ein Set ist. Und das ist ziemlich cool. Also, finde ich richtig gut. Ich weiß gar nicht, ist hier. Ja, jetzt fällt es. Guck, hier. Da, so. Ich weiß nicht, ob ihr das Set kennt. Werde ich euch nochmal vorstellen. Finde ich richtig cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu bauen. Ja. Und ich freue mich auf den Mario, auf dem Yoshi. Er sieht von hinten zwar katastrophal aus, aber von vorne finde ich ihn mega gut. Den werde ich mir auf jeden Fall auch holen. Also Mario hat mich ein bisschen angefixt wieder. Gut, Leute, dann würde ich sagen, gucken wir noch mal auf den Shop. Und wir schließen die Woche, heute schon am Samstagabend, mit 270 Bestellungen, 130 Fans. Es geht auf jeden Fall weiter voran. Und ja, 50.201 Teile. Und damit würde ich den Shop dann jetzt gleich schließen. Und ich wünsche euch einen Fantastischen Sonder. Guckt gerne noch eins von meinen anderen Videos und YouTube geht natürlich weiter. Also, da werden ein paar Videos kommen, auch aus dem Legoland. Da werden wir bestimmt ein bisschen Stuff haben und jo, Leute, haut rein. Wir sehen uns. Ciao, ciao.